Hamburg, Dienstleistungsmetropole, Industrie- und Handelszentrum. Viele Hamburger Unternehmen sind zu Partnern von Hamburg 1 geworden. Mit ihrer Hilfe können wir Business TV realisieren. Diese Hamburger Unternehmen nutzen Hamburg 1 zur Imagewerbung und zur Kommunikation mit den Bürgern unserer Stadt. Business TV heißt wirtschaftliche Unterstützung, inhaltliche Zusammenarbeit. Die Asklepios Kliniken Hamburg sind unser Partner. Gesundheitsmetropole Hamburg ist Business TV. Die Gesundheitsmetropole Hamburg ist Ihr Gesundheitsmagazin hier bei Hamburg 1. Hallo meine Damen und Herren und danke, dass Sie uns auch heute wieder begleiten. Heute geht es bei uns um die Spinalkanalstenose. Dieses ist eine Erkrankung der Wirbelsäule, bei der der Wirbelkanal verengt ist und das Rückenmark dadurch bedrängt sein kann. Diese Krankheit, die ruft bei Betroffenen oft starke und auch oft Dauerschmerzen hervor. Und wir möchten Ihnen heute zeigen, wie sie diagnostiziert wird, was die Ärzte therapeutisch anbieten können und wir stellen Ihnen auch zwei Betroffene vor, die uns mal berichten, wie sie mit der Erkrankung so umgegangen und fertig geworden sind. Vor einem halben Jahr hätte Marianne Lammers so noch nicht laufen können. Sie hatte starke Schmerzen im unteren Rücken, die bis in die Beine ausstrahlten. Hinzu kam ein Taubheitsgefühl und Kribbeln im Oberschenkel und der Wade. Frau Lammers, wann und wie haben bei Ihnen die Beschwerden denn angefangen? Also ich würde sagen, im Mai so ungefähr habe ich das festgestellt. Und da habe ich immer viel Gartenarbeit gemacht und da merkte ich jetzt eben, also dass ich also nicht mehr freihändig hochkomme, dass ich mich am Eimer abstützen muss. Und das war nachher so extrem in der Wade, dass ich dachte, ich habe da nur rohes Fleisch noch hängen. Also es war ganz anders eigentlich wie 1989. Also da hatte ich die Schmerzen im Rücken und musste immer in der Huke sitzen und so weiter. Da konnte ich nicht stehen. Und diesmal also waren es nun eben die Anzeichen in der Wade und dann zum Fuß runter. Und das war also ganz fies, kann man schon sagen. Ja. Im Asklepios Nordklinikum Heidberg wurde dann vergangenes Jahr die Diagnose gestellt. Spinalkanalstenose. Hinter diesem Wort verbirgt sich eine Verengung des Rückenmarkkanals. Dadurch wird Druck auf die Nerven ausgeübt und es kommt zu den typischen Symptomen. Bei dieser Erkrankung handelt es sich meist um eine Verschleißerscheinung der Wirbelsäule, weshalb besonders ältere Menschen über 50 Jahre darunter leiden. Gibt es eigentlich verschiedene Arten der Erkrankung, je nachdem vielleicht, wo an der Wirbelsäule sie zu finden ist, wohin sie ausstrahlt oder so? Der Unterschied in den Arten liegt eigentlich vor allen Dingen darin, was für Symptome auftreten. Das betrifft vor allen Dingen das gängige, die Lendenwirbelsäule mit Beschwerden, vor allen Dingen beim Gehen, Ausstrahlen und Rückenschmerzen mit Ausstrahlung in die Beine, im Gegensatz zu beispielsweise der Halswirbelsäule. Die Halswirbelsäule ist ein wenig anders, die Beschwerden werden eher aus den Armen kommend beschrieben, mit vor allen Dingen auch Unsicherheit beim Gehen. Was vor allen Dingen daraus kommt, dass an der Halswirbelsäule auch das Rückenmark selber häufiger betroffen ist durch den Druck und Veränderungen dort auftreten. Um eine verlässliche Diagnose stellen zu können, gibt es neben dem ausführlichen Gespräch mit dem Erkrankten mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel die Röntgenuntersuchung, die Magnetresonanztomographie, die Computertomographie sowie die Myelographie, eine Röntgenkontrastmittelsuntersuchung des Rückenmarks. Durch diese Verfahren können krankhafte Veränderungen sichtbar gemacht werden. Wenn wir auf die Therapie mal zu sprechen kommen, womit wird die in aller Regel begonnen? Also die Operation ist ja hoffentlich ein späterer Schritt, der nur gemacht wird, wenn er notwendig ist. Aber womit können Sie anfangen? Was sind konservative Methoden? Es ist so, wenn jemand in den Anfängen einer Veränderung der Verengung der Wirbelsäule steht, wird man nicht gleich zu operativen Maßnahmen greifen, sondern erst mal sehen, wie verengt das ist. Und sehen, ob man nicht mit herkömmlichen Mitteln was tun kann. Das bedeutet Krankengymnastik, vor allen Dingen sogenannte aufrichtende Krankengymnastik für die Wirbelsäule, die die Wirbelsäule in ihrer Form ein wenig beeinflusst, Kräftigung für Bauch und Rücken. Das hilft häufig schon sehr gut, um Reserveräume freizusetzen, das heißt die Stellen, wo vielleicht noch Platz ist, den Nerven Platz zu geben. Der nächste Schritt und begleitend ist sicherlich auch medikamentöse Therapie.
Medikamente können helfen, Symptome langfristig deutlich zu verbessern. Wenn diese beiden Schritte ausgereizt sind, wäre als alternative Möglichkeit dann auch noch minimalinvasiv, in die Wirbelsäule selber Medikamente an die verengten Stellen zu spritzen. Das kann röntgengestützt erfolgen. Diese Injektionen an die Wirbelsäule können häufig auch gut langfristig noch eine Besserung erbringen. Bei Marianne Lammers schlugen alle konservativen Behandlungsmethoden leider nicht mehr an. Sie musste operiert werden. Ganz sind die Symptome bei der ehemaligen kaufmännischen Angestellten noch nicht verschwunden. Wöchentlich besucht sie deshalb ein Sportcenter, in dem sie spezielle Rückenübungen absolviert, um sich dann im Frühjahr ihrem großen Hobby widmen zu können, der Gartenarbeit. Über diagnostische Möglichkeiten haben wir eben in unserem ersten Beitrag schon einiges erfahren und auch darüber, was erste Therapieoptionen sind, also wie Ärzte am Anfang mal versuchen, den Patienten zu behandeln. Wenn aber alles Konservative nicht hilft, dann kommt man um eine Operation womöglich nicht drumherum. Was Indikatoren für einen operativen Eingriff bei der Spinalkanalstenose sind und vor allen Dingen auch wie der Eingriff abläuft, das zeigen wir Ihnen jetzt. Ja, guten Morgen, Herr Hansel. Guten Morgen, Herr Dr. Seien Sie gegrüßt. Kommen Sie bitte einmal zu mir rein. Nachuntersuchung bei Dieter Hansel. Vor 8 Wochen wurde der gelernte Zahntechniker am Rücken operiert. Er litt unter einer Spinalkanalstenose, die unerträgliche Schmerzen verursachte. Wunderbar. Nehmen Sie noch Schmerzmittel ein? Herr Hansel, wie haben denn Ihre Beschwerden begonnen? Wie lange ist es her, dass Sie das erste Mal gemerkt haben, Mensch, da stimmt irgendwas nicht? Das ist seit etwas über einem Jahr. Ja, dass die Beine wehtaten von der Hüfte ab beim Laufen und dieser sogenannte Schaufenstergang. Ja, das heißt also 25, 27 Meter und dann war vor Schmerzen kein Weiterkommen. Eine Ärzte-Odyssee folgte, bis er dann hierher ins Asklepios Westklinikum nach Rissen kam. Dort wurde der 62-Jährige auch operiert. Die Operation wird nur in Vollnarkose durchgeführt und dauert durchschnittlich 60 Minuten. Es handelt sich um einen sogenannten mikrochirurgischen Eingriff. Das bedeutet, dass über einen meist 3 bis 4 Zentimeter langen Schnitt operiert wird und der Arzt den Eingriff mit Hilfe eines Mikroskops vornimmt. Röntgenbilder geben Dr. Hans-Peter Köhler Aufschluss über die Erkrankung. Was können wir denn auf diesen Röntgenaufnahmen sehen, Herr Dr. Köhler? Ja, es handelt sich hier auch um eine Patientin mit einer Spinalkanalstenose und auf diesen Röntgenbildern kann man sehr schön diese Stenose erkennen. Das ist sozusagen das, was die Indikationsstellung ausmacht. Neben den Beschwerden, neben den Schmerzen sehen wir jetzt hier auf diesen Röntgenbildern einmal das Weiße, was Sie sehen, ist immer Knochen in diesen Bildern. Und hier drinnen, dieser Raum, das ist der Nervenraum. Und wenn Sie jetzt hier runtergehen, dann sehen Sie, hier ist noch schön weit. Und hier wird es entsprechend immer enger, wo die Nerven einfach sich durchquetschen müssen, wenn der Patient sich bewegt. Und bei jeder Bewegung, die ein Mensch macht, ist ja die Wirbelsäule beteiligt als Bewegungsorgan, wird der Schmerz weitergeleitet, entweder vom Rücken direkt ins Gesäß oder sogar in die Beine. Über das Operationsmikroskop kann der Chirurg in räumlicher Darstellung die sensiblen Nerven erkennen. So können die Ärzte das Risiko, dass diese beschädigt werden, deutlich minimieren. Was ist denn eigentlich das Ziel der Operation? Also kann man zum Beispiel dem Patienten voraussagen, dass er eine Schmerzfreiheit haben wird, eine hundertprozentige, und bleibt das dann auch so? Oder ist es vielleicht dann doch nicht ganz so einfach? Das Wichtigste selbst mit der Operation ist, ein Stück Lebensqualität zurückgeben. Denn die meisten Menschen sind einfach gehandicapt im Alltag. Das heißt, die können ihren Alltag im Haushalt nicht erledigen. Die können nicht mehr einkaufen gehen. Die kommen zum Teil gar nicht mehr richtig aus ihrer Wohnung heraus. Die können keine Spaziergänge mehr machen. Und das, denke ich mal, ist doch etwas Wesentliches, sich selbst zu versorgen, in der Selbstständigkeit wieder zu haben. Und das wollen wir mit der Operation jemand wieder zurückgeben. Und das schaffen wir auch. In den meisten Fällen können die Patienten im Anschluss einer Operation ihren Alltag wieder gut bestreiten. Wenn wir mal so auf die ersten Tage nach der OP blicken, was passiert mit dem Patienten? Wie schnell wird er beispielsweise mobilisiert? Kommt er dann in die Reha? Wie ist so der Ablauf? Das ist eine sehr wichtige Frage. Der Patient wird nach der Operation, nach dem Aufwachraum wieder auf die Station gebracht und am nächsten Tag steht er schon wieder mit Hilfe der Krankengymnasten, mit Hilfe der Schwestern auf, macht schon seine ersten Gehversuche
Und während des stationären Aufenthaltes hier bei uns im Krankenhaus im Westklinikum werden die Patienten innerhalb von 5-6 Tagen wieder so fit gemacht, dass sie auch wieder zunächst nach Hause oder direkt, was wir auch versuchen immer, die Patienten auch in die Reha zu geben. 2 Monate ist der Eingriff bei Dieter Hansel inzwischen her. Eine kleine Narbe erinnert ihn noch an die Operation, aber jetzt kehrt für ihn auch der Alltag wieder ein. Denn ab morgen wird der leidenschaftliche Modellbauer wieder für 4 Stunden am Tag arbeiten können. An dieser Stelle haben wir jetzt wie gewohnt einige medizinische Neuigkeiten für Sie zusammengestellt, liebe Zuschauer. Hier kommen unsere Kurznachrichten. Hamburgs erster Geriatrietag findet am 9. März in der Universität Hamburg statt. Der Tag wird von der Behörde für Gesundheit und den Kliniken, die sich auf Altersmedizin spezialisiert haben, veranstaltet. Der Tag ist für Bürgerinnen und Bürger konzipiert, für Menschen im höheren Lebensalter, aber auch die, die sich einfach für das Thema interessieren. Also auch für vielleicht Kinder von Menschen, die bereits im hohen Lebensalter sind oder einfach die, die sich auf ihr Alter vorbereiten wollen. Es werden unterschiedliche Vorträge zu Themen wie Demenz, Schlaganfällen oder Knochenbrüche angeboten. An Ständen können Interessierte sich zusätzlich informieren. Unter anderem sind die Asklepios-Klinik Nord, Wandsbek und das Westklinikum vertreten. Die Asklepios-Kliniken haben ihr Halbjahresprogramm für 2011 veröffentlicht. Es bietet einen Überblick über Informationsveranstaltungen wie die hanseatischen Nachtvorlesungen sowie über die Themen der Gesundheitsmetropole bei Hamburg 1. Das Programm ist unter anderem als Beilage in den Hamburger Wochenblättern zu finden sowie online abrufbar. Unter der Telefonnummer 1818 82 66 36 können Sie das Programm direkt bei der Zentrale der Asklepios-Kliniken anfordern. Am 17. Februar findet im Asklepios Westklinikum Rissen eine hanseatische Nachtvorlesung für Laien statt. Dr. Hans-Peter Köhler referiert zum Thema Spinalkanalstenose, Verengung im Wirbelkanal. Am 24. Februar geht es in der nächsten Nachtvorlesung um das Thema Skoliose im Kindes- und Jugendalter. Was kann ich tun, damit nicht operiert werden muss? In der Asklepios-Klinik St. Georg wird Professor Thomas Niemeyer über dieses Thema informieren. Im Anschluss an die Vorträge können Fragen gestellt werden. Beginn der Veranstaltung ist jeweils um 18.30 Uhr. Interessierte können sich unter der Telefonnummer 040 18 18 82 66 33 anmelden. Das war die Gesundheitsmetropole Hamburg für heute, liebe Zuschauer. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich für Ihr Interesse. Wenn Sie doch noch Fragen haben sollten, dann können Sie sich sehr gerne an die jetzt dunkelgrün eingeblendeten Asklepios-Kliniken wenden oder auch unsere Infotelefonnummer anrufen. Die dürfte jetzt ebenfalls angezeigt sein. In der kommenden Woche werden wir übrigens noch einmal über die Spinalkanalstenose sprechen. Dann begrüße ich 2 Experten im Hamburg 1 Studio an der Roten Baumchaussee und würde mich außerordentlich freuen, wenn Sie dann auch wieder zuschauen. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss.